will halt nicht dazwischen reden. Kann ich nicht doch so eine Gratis-Gurke bekommen? Nur im Austausch gegen einen Coupon. Na toll. Und ja, kein Problem. Jetzt diese Coupons? Na, ist da kostenlosen Apothekenzeitschrift, natürlich. Aber ich sehe keine kostenlose Apothekenzeitschrift. Ich auch nicht. Aber hörst du mich jammern? Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Als ich vorhin Pause gemacht habe, war auf jeden Fall noch ein Exemplar da. Ich habe ein neues Abführmittel getestet und da musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Und du hast das Magazin mit aufs Klo genommen? Wozu? Um dir die Cartoons anzugucken? Schon mal was von Blindenschrift gehört. Außerdem fehlt es in Gullibas Spelunkenklo immer an Klopapier. Aua. Naja, ist ja nicht schlimm. Bei uns gibt es auch bald kein Klopapier mehr. Oder ist ja eigentlich schon so. Nichts. Jeder das, was er verdient. So. Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Alles klar. Warte mal, was ist denn das? Haha. Ach so, war doch. Naja, ich habe das Mikro ein bisschen weggehalten, weil wenn ich da reinpuste, ist auch ein bisschen doof, falls ich spreche. Manchmal passiert es ja, dass man da seinen Atem reinhält sozusagen, dann ist auch ein bisschen doof dann, wenn man das mithört. So, bu-bu-bu, Kuckuck. Bu-bu-bu, Kuckuck, verschwinde. So, okay, dann machen wir das mal. Sprich nur für dich. So, gut, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Erstmal zum Marktplatz. Dorthin geht's noch nicht. Docs Werkstatt zum Apotheker. Gehen wir mal da rein. Ah. Zum Doc. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Schlag doch zurück, Mensch. Sind doch nur zwei. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Der arme Rufus, ey. Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Naja, er hat's ja noch überlebt. Gehen wir mal in den Laden rein hier. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shopomat. Auf jeden Fall Ihre. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich, wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Oh, Lolli. Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Na, welche nehmen wir denn? Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Goldbewusstsein. Echt genommen. Ah, scheiße. Dann kann es ja losgehen. Mit so einem Werkzeug geht daran, ey. Was jetzt?
Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Auf jeden Fall. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir übel. Ich muss hier raus. Dann wasch dich. Wenn du so... Eieiei. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja, so ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, mach mal. Auf geht's. Gut, dann gehen wir mal los. Suchen wir mal Goal. Aber wo ist sie jetzt? Der Robo-Kleffer liegt immer noch da unten. Gehen wir mal zum Marktplatz. Wo kommen wir da eigentlich hin? Was soll das denn? Ach du Scheiße. Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burr? Frechheit. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie Ah, darauf habe ich doch nur gewartet. Dass man auf den trifft hier. Glatzmatz, der Gärtner. Aha, der kleine Jingle ist auch geil dazu. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Scheiße. Alles klar. Gut, dadurch kommen wir noch nicht. Aber schauen wir mal in den Hafen. Okay, und was ist hier? Ah, da ist ja Goal. Und wer ist das hier? Garlef? Sprechen wir mal mit dem. Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Ja, den haben wir ja schon gesehen. Vermummt.
Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Oh. Ja, auf jeden Fall hat jemand dran gesessen. Aber wie lange? 10 Sekunden vielleicht? So. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnick-Schnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. So. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Du bist ein professioneller Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Auf jeden Fall. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Alles klar. Spielen können wir ja gerade nicht mit ihm. Rasiermesserschiff. Fischschiff. Hey, halt still! Verdammt! Er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Das ist auch schön. So einen Fisch hätte man doch gern. Entschuldigung? Hm? Was willst du denn? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Alles klar. Cool. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Also unorganisiert. Alles klar. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Tja, basteln kann ich gut. Und verwüstlich ist er auf jeden Fall. So viele Stürze, wie der schon überlebt hat. Unglaublich lässig, auf jeden Fall. So sieht er aus. Ein Zuhörer. Naja. Er kann zuhören, aber nur, wenn er selbst redet. Ich bin ein begabter Bastler. So, woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Sicher? Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na, hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ah, dann schauen wir mal, was wir noch kriegen hier. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja? Dass mein Hinterkopf, ja? Schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen. So. Und ein guter Zuhörer. Naja. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte... Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Sehr guter Zuhörer, auf jeden Fall. Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht... Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Bist du nicht? Ich bin Batman. Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht?
Okay, dann eben nicht. Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasieren zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich würde die Katze sogar noch melken. Nur damit ich beweisen kann, dass ich verwegen genug bin.